Unsere beliebten Taschencomputer werden immer moderner und erhalten die verschiedensten Gadgets und Annehmlichkeiten. Die Hersteller versuchen stetig, neue Technologien, Designs, Materialien und Farben auf den Markt zu bringen. In diesem Video zeigen wir dir die 10 Smartphones der Zukunft, von denen niemand erfahren sollte. Schau das Video bis Platz 1 an, abonniere unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Wenn du auf die Glocke klickst, wirst du benachrichtigt, sobald unser neuestes Video veröffentlicht wird. Ausziehbarer Bildschirm. Der chinesische Hersteller TCL ist jedenfalls kein Profi bei der Geheimhaltung seiner Innovationen. Ihr Team will ein erweiterbares Mobiltelefon herausbringen. Jetzt denkst du vielleicht an Klapptelefone, diese Steckdinger oder einen faltbaren Bildschirm. Aber dieser hier ist eher wie ein ausziehbarer Esstisch. Beim Ein- und Ausziehen verschwindet der Bildschirm ganz einfach am Rand. Bei Bedarf hat es die Größe eines Tablets und passt trotzdem noch als Handyformat in die Hosentasche. Das Modell ähnelt dem Galaxy Z Flip und dem Motorola Razr, denn die Anzeige leuchtet kontinuierlich beim Ausrollen. Welche Note würdest du der Idee geben? Wähle eine Zahl zwischen 1 und 10. 1 ist die niedrigste und 10 die höchste. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Kommentaren. Samsung New Infinity. Als Hersteller ist es nicht einfach, das Rad immer neu zu erfinden. Es gibt kaum noch technische Möglichkeiten, um sich mit seinem Produkt von den anderen abzuheben. Samsung kam auf die Idee, gebogene Displays an den Seiten einzubauen. Das wurde vorerst nicht sehr positiv aufgenommen. Welchen Nutzen hätte denn ein gebogenes Display? Samsung blieb hartnäckig und presste seinen Entwurf auf den Markt. Und es wurde ein Erfolg. Das Telefon mit dem großen Display an den Seiten ist ziemlich cool. Natürlich ließen die Konkurrenten nicht locker und kreierten ihre eigenen Designs. Samsungs Konzept durchlief daher eine weitere Evolution. An der Unter- und Oberseite war nur noch der Bildschirm zu finden. Wäre das was für dich? Motorola Razr 2. Motorola ist der Name für Klapphandys, die man früher sogar noch locker in die Tasche stecken konnte. Aber die Dinger waren out, als die Smartphones auf den Markt kamen. Sie passten sich an und brachten dann das gut aussehende Motorola Razr heraus. Es ist faltbar, aber der Look ist neu. Das Display wurde modernisiert und das Telefon besteht alle Anforderungen eines modernen Android-Smartphones. Inzwischen ist das Razr erneuerungsbedürftig und daher ist Motorolas Nummer 2 auf dem Weg. Was erwartet dich? Ein größeres Display, mehr Speicherplatz, Wireless Charging und vieles mehr. Natürlich wird es faltbar bleiben. Das Motorola Razr 2 soll 2020 starten und wurde auf 2021 verschoben. Findest du Klapphandys praktisch oder magst du lieber das Standardmodell? Nokia 2030. Auch Nokia lässt nichts anbrennen und will der Vorreiter der Mobiltelefone der Zukunft sein. Dazu gehört das Nokia 2030. Das eher kleine Telefon versendet die Nachrichten superschnell. Das Design ist etwas Besonderes. Ein farbiges Display, eine beleuchtete Tastatur und vor allem ein kratzfestes Gehäuse. Es wird aus Titan hergestellt und die Farbe kann durch Farbfolien an der Rückseite verändert werden. Es ist nur ein Konzept und ich bin unsicher, ob die Dinger jemals käuflich sein werden. Aber die meisten Leute stehen ja auf die Neuerungen, die so erscheinen. Träumen darf man immer. Es besteht eine kleine Chance, dass das Nokia 2030 nicht nur in den Designräumen des Unternehmens bleibt, sondern eines Tages seinen Weg in die Läden findet. Wer weiß, ob das Nokia 2030 die Verbraucher von heute anspricht. Wir werden abwarten. Samsung Galaxy F2. Das Angebot an Mobiltelefonen mit flexiblen Displays wird in Zukunft zunehmen. Denn schon jetzt kleben wir Smoothies ja täglich an unseren Bildschirmen. Samsung brachte das Galaxy Fold auf den Markt, landete aber keinen Volltreffer. Viele beschwerten sich über das Display, weil es nach häufigem Zusammen- und Auseinanderklappen kaputt ging.
Es gab auch noch andere Probleme. Aber Samsung will nicht aufgeben und liefert bald den Nachfolger. Das Modell heißt wahrscheinlich Galaxy Bloom. Bessere Materialien mit einer sehr fortschrittlichen Kamera, um schöne Fotos zu schießen. Auch das faltbare Display soll noch größer werden. Hast du bereits eine Wahl für dein nächstes Telefon getroffen? Bevor wir die 5 verbleibenden Mobiltelefone der Zukunft zeigen, bitten wir dich, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Wir wissen das sehr zu schätzen. Samsung Galaxy Zero. Die Designer bei Samsung haben keine ruhige Minute und arbeiten wie irre an neuen Ideen. 2015 sollte das Galaxy Zero der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das futuristische Meisterwerk wird ohne Tasten auskommen, daher ist Zero wohl ein treffender Name. Eine echte Premiere. Stell dir ein Mobiltelefon ohne Anschluss fürs Ladegerät, ohne Speicherslot und ohne Lautstärketaste vor. Zudem geht das Display an allen 4 Seiten um die Kante. Der Zero hat auf der rechten Seite einen Sensor für die Lautstärke, mit dem der Ton durch Darübergleiten verstellt werden kann. Außerdem gibt's einen Fingerabdruckscanner unten am Display. Kein Wunder, dass auch andere Hersteller an der Umsetzung ihrer eigenen Version arbeiten. iPhone 2025. Auch Apple will etwas Geld abgreifen und will 2025, wahrscheinlich daher der Name, mit dem iPhone 2025 durchstarten. Es soll genau wie die anderen Smartphones funktionieren und den Apple-Jüngern auch Zugang zu dieser modernen Telefonvariante bieten. Apple träumt ja immer von der Spitze. Die Kamera hat 4 austauschbare Zoom-Objektive. Für die Fotografen unter uns ein wahres Geschenk des Himmels, eine professionelle Kamera immer dabei zu haben. Wobei, mit dem Gerät in der Hosentasche macht jeder traumhafte Fotos. Die Qualität ist so perfekt, dass man es gefahrlos in den sozialen Medien posten kann. Apple kümmert sich wegen der iPhones auch selbst um die Produktion seiner 5G-Chips. Große Pläne, die die Liebhaber der Apple-Produkte sicher im Auge behalten werden. BlackBerry Key 3. Die BlackBerrys waren vor einigen Jahren sehr beliebt und dominierten den Smartphone-Markt. Das charakteristisch breite Design und die einzigartige Tastatur brachten der Marke viele Kunden auf der ganzen Welt. Doch ihre Spitzenposition ging an Android und iOS verloren. BlackBerry hat sich nie vollständig erholt und ist deswegen auf das Android-System umgestiegen. Nach verschiedenen Modellen soll die Zukunft durch das geplante BlackBerry Key 3 gerettet werden, mit hochmoderner Tastatur und einem Akku, der mindestens 2 Tage hält. Auch der Prozessor soll leistungsstärker werden und ein 5G-Modem enthalten. Das Display hat eine hohe Qualität und wird mit Panzerglas hergestellt, sodass dieses Telefon auch was einstecken kann. Gibst du dem Key 3 eine Chance? Klapptelefon mit Dreifach-Display. TCL will alle anderen Anbieter übertrumpfen und bringt deswegen noch ein faltbares Telefon heraus. Das Triple Display hat noch keinen offiziellen Namen. Die 3 Displays bilden einen Bildschirm mit ca. 25 cm Breite. Du kannst es auch nur einmal falten. Wer es jedoch auf die Größe eines Smartphones zusammenklappt, bemerkt schnell, dass es im Grunde nur 3 übereinander gestapelte Telefone sind. Ein Nachteil, denn als Nutzer will man mit dem schweren Ding lieber nicht lange telefonieren. Die Designer haben also noch einiges an Arbeit vor sich, um das zu verbessern. Wenn es so weitergeht, gibt es bald 85 Zoll Fernseher, die man nach dem Gucken in die Hosentasche stopft. Und jetzt kommt das vielleicht einzigartigste Telefon, das du je gesehen hast, auf Platz 1. Einige Science-Fiction-Filmchen haben schon traumhafte Kommunikationsmittel visualisiert. Gerade die transparenten Telefone sind ein Hit. Doch was wir auf der Leinwand bereits alles sehen können, wird wohl erst nach unserem Ableben erfunden. Oder doch nicht? Trotz vieler Filme haben nur wenige Hersteller den Versuch eines durchsichtigen Handys gewagt. Wie müsste es wohl konstruiert sein? Die Praxis muss zeigen, ob ein solches Gerät wirklich praktikabel und nützlich ist. Mit dem transparenten Telefon würdest du deinen Freundes- oder Kollegenkreis sicherlich in Staunen versetzen. Aber das hätte auch einen buchstäblich hohen Preis. Wünschst du dir so ein Teil? Wie findest du die kommende Generation der Smartphones?
Sag uns in den Kommentaren, welches Modell du gerne hättest. Abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke für noch mehr Spaß und informative Top 10 Videos. Und schließlich Daumen hoch und danke, dass du unser Video angesehen hast.